Oh je, hat sie gesagt und kauert hier in der Ecke. Aber warum kauert sie denn da? Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ständig wird dieser Chef vom Blitz getroffen. Ich kriege schon Zustände, wenn es abends wieder regnet. Kannst du nicht versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen? Ich flehe dich an. Okay, mache ich. Wirklich? Das machst du? Ich bin so froh. Ja. Blitzableiter. Ja. Na, ich möchte gerne ein Luxusbett. Bis mittags. Ne? Ich möchte gerne, dass der Regen aufhört. Der geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. So, da hat die Dame eine Mission für uns. Ja, sicher. Blutmond, scheiß drauf, ne? Weiß der Geier doch hier. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ja, aber nur Zelda, alles gut. Blutmondmacht ist nie hier, wenn ich da bin, ne? Außerdem ist es mittags. Da kann kein Blutmond kommen. So, ich soll der Sache auf den Grund gehen. Wo finde ich denn am... Ich verwechsel andauernd die Tabs. Die Spieltabs natürlich. Blitzableiter. Der Stall am See wird vergleichsweise oft vom Blitz getroffen. Na, aber warum? Ach, ich soll das ja rausfinden. Ja. Nein, mein Pferd ist alles easy. Ach. Wenn es auf Abend zugeht, bekomme ich Angst. Ich frage mich wirklich, warum der Blitz hier nur hier einschlägt. Ich warten soll bis abends? Damit ich die Quelle des Blitzeinschlags verfolgen kann? Fragen über Fragen. Ich glaube, ich penne noch mal bis abends. Normales Bett. Bis abends. Damit ich mal mitbekomme, wann das hier wieder ist mit den Blitzeinschlägen. Ja, ja, danke, danke. Weil es regnet ja gar nicht. So kann ich nicht arbeiten, Leute. Hm, na gut, dann lassen wir das Ganze. Wenn da niemand, wenn es nicht regnet, dann kann ich auch nichts machen. Warum ist dieser Baum so hell? Das ist mir dann immer sehr... Au! Da ist der Drache schon wieder. Kann ich den eigentlich fotografieren? Zoomen. So. Ein schönes Foto. Ein sehr schönes Foto. Blitzt es vielleicht hier immer, wenn der Drache hier lang fliegt? Kommt der immer abends hier vorbei und sagt, yo, ich bin's, der Drache. Oh ja, es fängt an. Du blöder Drache. Keiner mag dich. Es fängt nur an zu stürmen. Aber der Drache selber haut wieder ab. Kann ich dem Opa vielleicht ein Bild zeigen vom Drachen? Ich probiere es mal. Ey, Opa. Ich habe den Drachen gesehen und ein Foto gemacht. No fake. Ja, halt nicht. Ja, wenn der Opa das nicht sehen will, einen echten Drachen, kann ich auch nicht helfen, ne? Aber was macht der Drache? Wohin fliegt der? Warum existiert der? Wie kann ich ihn umbringen? Die wichtigste Frage, wie kann ich ihn töten? Gloria-Brücke. Ja, komm, gehen wir mal über die Brücke vielleicht mal da oben hin, zu dem... Was auch immer das da oben sein soll. Zu dem Pudding. Oh, was haben wir denn hier? Ein Windrad. Was war das nochmal? Kochrätsel, ne? Oh ja, hier instant. Eins. Zwei und Numero. Drei. Ach, lieber Krog, das war ja easy. Ich dachte, du machst jetzt vernünftig knackiges Rätsel, Mann. Nicht so eine Pillepalle-Kacke hier. Da kommt er wieder.
Du blöder Drache. Keiner mag dich. Verschwinde aus unserem Dorf. Oh, da ist wieder eine Drachenschuppe abgegangen. Die hole ich mir. Ja, Mann, Farutra-Schuppe. Geile Sache, die nehmen wir noch mit. Ich würde gerne mal wieder zurück. Bin ich immer eben hoch? Ja, ne? Schön, ich muss ja irgendwie noch zum Wackelpudding. Schreien in der Nähe. Vielleicht beim Wackelpudding? Ich nenne das jetzt Wackelpudding. Keine Ahnung, was das ist. Oh, hallo. Ich helfe dir, Mann. Ey, Mann. Lass die armen Bewohner hier in Ruhe. Ich nehme mein anderes Schwert. Ich nehme wieder die Axt. Ich bin hier nämlich ganz knorke. Weg, Mann. Oh, du lebst noch? Nee, er ist tot. Eigentlich muss ich mehr Ausdauerschrecken fangen. Ne? Ich muss doch irgendwie 10 oder 100 Ausdauerschrecken fangen für den einen Typen. Hey, 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 Kollege, alles gut? Lebst du noch? Oh, das war knapp. Dies lasse ich dir als Dankeschön da. Oh, Kraftfleischspieß. Ja, danke. Ja, ja, hau nur ab. Oh. Hau ab. Böse, böse, böse Fledermäuse. Keiner mag euch. Das ist halt das Problem hier in der Gesellschaft. Keiner mag Fledermäuse. So, oben längs, rechts, geradeaus. In die Richtung ist der Schrein. Also geradeaus. Ja doch, hier lang. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, da geht's auch Richtung Wackelpudding. Oh, es regnet und wir können wieder nicht... Das ist doch zum Mäusemelken. Ja, wow, jetzt kann ich da nicht hochklettern, weil es regnet. Ist doch wieder Verarschung. Erstmal Bananen gönnen. Ah, wenn es regnet, ich müsste dann eigentlich wieder zum Stall. Und mal gucken, warum es da so krass einschlägt. Komm, wir gehen da mal hin. Stall, Stall. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Pudding zu tun da oben, oder? Aber ich komme da nicht mehr hoch. Ich kann da nicht klettern, wenn es regnet. Das ist echt bescheuert. Ein bisschen doof ist das ja. Hat es aufgehört zu regnen? Es sieht so aus, als wenn es aufgehört hat zu regnen, ne? Der Drache kommt hier aber verdächtig oft entlang, ne? Oh, was ist das denn? Komm mal runter hier. Oh. Das war ein Krogrätsel. Okay. Aber ich habe es nicht so gescheckt. Ich habe nur das leuchtende Auge gesehen und dachte mir so, Moment, das gehört glaube ich so nicht. Aber wir kommen jetzt hier hoch. Aufgehört zu regnen. Wunderbar. Oh, hallo Kuh. Geh mal kurz beiseite. Nicht ausrasten. Ich möchte hier nur schnell vorbei. Irgendwo in die Richtung ist der Schrein. Aber das ist mir gerade egal. Moment. Was blitzt hier? Alles. Ich nehme mal den Schild. Der blitzt nicht. Und das Wächterschwert, das ist das Einzige, was mich jetzt nicht umbringen würde. So. Maxi-Barsch! Normalerweise müsste ich doch jetzt links hochschwimmen können, ne? Ja, den Wasserfall. Ja, das erleichtert natürlich Hochschwimmen, ne? Ich kann den Wasserfall hochschwimmen, aber nicht normal schwimmen. Da ertrinkt der Bein, ne? So, das letzte. Stop it! Ich höre wieder Musik. Von unserem guten Freund. Der steht da. Aber was ist das? Was bist du? Was stellst du da? Ich zieh mal wieder meine normale Rüstung an. Ich finde die irgendwie schöner. Mein Heldengewand. Ach Mann, was machst du denn hier in der Pampa ganz alleine? Bist du verrückt? Es regnet, du kannst einen Schnupfen kriegen. Den Blitz vom Himmel. Oh, bei so einem Wetter kommst du hierher? So treffen wir uns wieder. Du bist ein wirklich unermüdlich auf deiner Reise.
Oh, wie es mir geht, meine Federn halten die Nässe ab, also bin ich schön trocken. Und dieses Instrument verträgt Feuchtigkeit ohne Probleme. Es ist schließlich fürs Reisen gemacht. So eine Ausrüstung braucht man auch, wenn man wie ich auf der Suche nach alten Liedern herumreist. Willst du ein Lied dieser Region hören? Ja, klar. Dem Blitz vom Himmel trotzt der Held aus alter Zeit. Und öffnet die Heldenprüfung unterm Hügel weit. Ich habe eine Idee, Leute. Haltet mich für verrückt. Haltet mich für einen verrückten Selbstmörder. Aber der Morgan hat eine Idee, die mir vielleicht das Leben kosten wird. Bin ich mal gespannt. So. Es regnet und donnert. Schön. Genau das brauche ich jetzt. So. Ich bin bereit. Komm her, Mann. Komm her. Ja. Boah. Heilige Kacke. Wo ist mein Schwert hin? Au. 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 Das tat definitiv weh. Definitiv tat das weh. So, jetzt hier Gönnung, Gönnung. Wir gönnen uns mal wieder hier eine schöne Röstkrabbe, eine schöne Röstforelle und dann nochmal schöneres Barsch. Hauptsache ein bisschen Leben. Ja, danke für den Hinweis, ne? Lieber Adlermann. Aber den habe ich auch schnell geknackt, den Hinweis, Kollege, ne? Wusste ich direkt, was er von mir will. War vielleicht ein bisschen selbstmörderisch, aber ich hab's geschafft. Mit einem halben Herzen. Ah, eine Wasserprüfung. Irgendwie. Das sieht so wässrig aus hier. Ach nee, das war schon. Okay. Das war schon die Prüfung. Die ist jetzt schon gemeistert. Ja, easy. Was bekommen wir dafür? Ja, Isolierhose! Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Elektrizität verdanken Sie einem antiken Material namens Gummi. Ach, Gummi, ja, kenne ich. Kennst du? Ich ziehe die Gummihose mal an, weil es hier sehr gewitterig ist draußen, ne? Andauernd sehr blitzig. Elektroschutz, das finde ich aber nice. Heißt das, der Drache zum Beispiel wird mich an... Keine Ahnung, ich komme ja auch so an den Drachen nicht richtig ran. Jetzt habe ich das Essen verschwendet, weil ich dachte, das wird ein Tempel, wo du halt eine Mission machen musst. Stattdessen gab es nur ein Item in den Arsch geschoben und ein Siegel. Naja, war auch schon hart, sich von einem Blitz treffen zu lassen. Sehr gemein vom Spiel auf jeden Fall. Das sagt mir aber immer noch nicht, warum die Blitze beim Stall einschlagen. Das muss ich immer noch herausfinden. So, da sind die Zwillingsgipfel. Interessiert mich aber jetzt auch nicht so. Ich guck mich noch mal um kurz, ne? So, da waren die Monster. Da war... Strand. Da habe ich irgendwas markiert. Ja, da unten scheint auch nichts Tolles zu sein. Sieht aus wie so einfach nur eine große Fläche. Hä? Eigentlich würde ich sagen, ja gut, ich muss jetzt irgendwie das mit dem Blitzen herausfinden beim Stall, aber... Es blitzt halt nicht mehr, ne? Jetzt haben wir so eine tolle Hose namens Gummi. Also, nein, nicht namens Gummi, sondern aus Gummi. Aber das bringt uns gerade nicht weiter. So, wo war nochmal der Stall? Der war irgendwo in die Richtung. Gehen wir da nochmal hin. Auf geht's! Go, go, Power Ranger!
Ich frage mich echt, ob ich auf den Drachen draufspringen kann oder sowas. Das werden wir nie herausfinden, Leute. Niemals werden wir das herausfinden. Das ist echt traurig. Also ich find's traurig. Was ist das da oben? Sieht aus wie Sonnenschirme. Aber ist hier vielleicht irgendwas aus Metall, was die Blitze so anzieht? Zum Beispiel die hier, das ist ja aus Stein. Wo ist der Typ nochmal, der andere? Egal, sehe ich gerade nicht. Ich hätte immer drauf angesprochen, weil ich das da oben ja geregelt habe. Ja, warten wir mal bis abends, Leute. Einfach mal ins Lagerfeuer setzen und eine Runde chillen. Muss auch mal sein. Vom harten Leben als Held der Welt. Oh, jetzt kannst du eigentlich anfangen, ne? Wo ist eigentlich der Kollege jetzt, der hier stand und geguckt hat? Na, hier oben ist er auch nicht. Hä? Wo bist du hin, Mann? Das ist doch Stein, oder? Nee, Holz. Das ist einfach nur komisches Holz. Bringt mir aber alles nicht weiter. Willst du mal bitte regnen? Voodoo, Voodoo mache ich gleich hier. Ja, anscheinend wohl nicht, wa? Wo ist der andere Typ hin, Mann? Hallo? Die Wasserfälle, die in dem Floriasee schwimmen, ist eine wahre Pracht, Oma. Es ist allerdings schon etwas kleiner geworden und leuchtet auch nicht mehr so stark. Weil ich es weggesprengt habe, Mann. Die Frau sagt mir aber auch keinen Hinweis, ne? Die pennt jetzt hier. Ich habe solche Angst. Vor was denn? Hier ist nichts. Kein Regen, kein Donner und so finde ich auch nicht heraus, warum es hier einschlägt. Ach man, so kann ich definitiv nicht arbeiten. Kann ich auf den Baum raufklettern? Komm, ich kletter mal auf den Baum rauf. Billiger Baumjunge. Meine Forschung ergeben, hier ist nichts. Company, wir gehen mal weiter. Ich würde gerne mal hier hoch. Komm, wir gehen erstmal weiter. Hat ja keinen Sinn. Ich meine, es regnet und donnert nicht und da kommen wir auch nicht weiter. Da müssen wir einfach, da reise ich mal weiter einfach. Ist ja auch klarer Himmel. Wie soll es denn da donnern? Aber trotzdem hat die Angst wie sonst was und verkriecht sich da im Bett und... So eine Pussy, ey. Hey, 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 and welcome, hi. Pass auf! Pass du doch auf! Ich reite hier nur lang, Mann! Unmöglich! Ah, den habe ich schon gerettet. Da ist ein Stier in der Wand. So viele tolle Sachen zu entdecken. So, wo geht es jetzt geradeaus lang und wo nach rechts? Nach rechts geht es auf diesen Berg hinauf irgendwie, ne? Wer bist du denn? Wieder einer von der Jägerbande, die sich verstecken und tarnen? Hey. Kaufen Sie! Treten Sie näher und kaufen Sie! Bewundern Sie dieses Prachtexemplar von Banane! Gelb wie die Sonne, geschält, weiß wie Schnee, ein Geschenk, wie ein Geschmack wie im Traum. Treten Sie näher und kaufen Sie! Immer her damit! Diese Banane sind mein ganzer Stolz! Ich will alle Bananen. Nicht genug Rubine, mein Freund. Er will dafür eine Banane. 99 Rubine. Will er mich verarschen? Für die Banane, den Meister.
Ah, du warst doch jemand von der Jägerbande, der mich übers Ohr hauen wollte auch noch. Ganz schlimmer Finger. Nein, Ausdauerschrecke, ha. Au. Das ist blöd, Mann. Geht doch. Das reicht mir jetzt. Vielleicht soll ich eine schnellere Waffe nehmen. Geht doch. Immerhin habe ich eine Banane bekommen. Oh, wie viele Rubine. Alter Vater. Ja, da war Rubine da. Aber das von der Jägerbande war, habe ich gerochen. Der roch nämlich nach Banane. Ach, Banane. Bananen riechen eklig. Ja, ich finde Bananen riechen eklig. Jeder hat seine Meinung, okay? Ist das ein gegnerisches Lager da? Das ist so schön beleuchtet. Deswegen wundert mich das. Aber es ist ja Totenkopf obendrauf. Und Totenkopf heißt eigentlich immer böse. Ach man, ich glaube, ich lasse das erstmal böse sein. Ich gehe da gleich nochmal hin. Reiten wir geschwind wie der Wind mal nach oben. Schneller, mein Pferdchen. Ja, ganz ruhig. Hast du trotzdem toll gemacht. Meine ich Ernte. Wirklich, Mann. Diesen Berg hier hoch, Mann, da muss doch mal gelobt werden. Ich glaube, das zeigt mich irgendwann an wegen sexueller Belästigung. Ich betatsche das ja durchgehend. Arme Pferd. Alter, dein Fell, Mann. Ist mit Perwoll gewaschen? Ah, das hat mich gefreut, das Kompliment. Hat er wahrscheinlich mit Perwoll gewaschen. Und niemand ist es bisher aufgefallen, wa? Aber dem Wargame. Im Hintergrund immer leise dieses. Manchmal. Love it. I love it, Leute. Wo kommen wir hier hin, bitte? Hier ist gleich Ende des Pfades. Und zwar genau hier. Ganz ruhig, Pferd. Chill mal hier eine Runde. Ich geh mal gucken. Okay. Was macht ihr hier? Acht. Nein, halt. Ich habe sie zuerst gesehen. Ja, kannst du ruhig nehmen. Ich lass sie dir über. Tut mir leid. Mittlerweile reserviert man ja Frauen direkt. Ich will gar nicht. Wir sind also Rivalen. Von dir lasse ich mich nicht so ausboten. Nein, halt, ich habe sie zuerst gesehen. Ich will die gar nicht. Nein? Was für ein Glück, Mann. Ich heiße Wabiski, Mann. Ich bin Wabiski, polnischer Austauschschüler Kurwa. Den Dobrer, mein Freund. Ich habe mich ein bisschen in die Lady da verguckt. Und dann erblicke ich plötzlich diese wunderschöne Frau hier. Mitten im Nirgendwo. Ich habe den Anfang jetzt nicht gelesen. Verdammt, weil ich so doof war. Zuerst dachte ich ja, da wäre nur ein Trick. Vielleicht ein Geist oder ein Lockvogel für eine Bande von Weglagerern. Aber all das würde nichts daran ändern, dass sie meine absolute Traumfrau ist. Ich muss sie einfach ansprechen. Ich hatte immer vor, meine Liebe mit einem Schleichlöckchen zu vergünden. Wenn ich nur ein Schleichlöckchen hätte, würde ich ohne zu zögern zu ihr gehen. Ach, was für eine Frau. Sie ist wirklich schön wie ein Schleichlöckchen. Findest du nicht auch? Schleichende Liebe. Ah, die willst du also, ja? Die willst du also knickknack, ich verstehe. Ja. Ey, dieser Liebe helfen wir auf die Sprünge, auf jeden Fall. Aber in der nächsten Folge von Zelda helfen wir dieser knackigen Liebe zueinander zu finden. Mit diesem wunderschönen Ausblick und einem wütenden Stier verabschiede ich mich. Bis dann und ciao. Ciao, ciao. Ich drehe mich.